Hallo liebe Leute, ich stehe vor der Kirche in Neustadl und starte hier die 11. Etappe des Weidewanderweges 08 von Neustadl nach Eurzfeld. Neben dem 24-Stunden-Shop habe ich doch einen Hinweis für 08 gefunden. Ja, hier soll der Weidwanger wegen 08 irgendwie den Bach wehren, aber ich kann da keinen Hinweis sehen. Ich bin da runtergekommen, Bahnhof, da habe ich schon durch den Bahnhof durchgehen müssen. Also irgendwo soll da eine Brücke sein. Also die Beschilderung hier ist ja. Ja, ich sag nichts mehr. Wo ist die Brücke? Das sollte eine Brücke sein. Der Übergang über den Bach. Lustig. Gibt's nicht. So, nach dem Bauernhof, wo gar nichts markiert ist, muss man sich irgendwie durchkämpfen, gibt es da endlich wieder eine Markierung am Stetten. Ja, hier ist zwar am Baum eine Markierung, aber wenn man hierher kommt, ja, wo geht's weiter? Links, rechts, geradeaus. Laut Plan da irgendwie rechts und dann links rauf. Mal schauen, ob es da eine Markierung gibt, aber ich finde nichts. Es gibt nichts hier. Schrecklich. Ja, ich möchte nichts suchen. Schätze mal da vorne links. Ja, von hier gekommen. Hier gibt es den Strom. Stark Strom. Und ich bin bereits im Viehdorf angelangt. Ah ja, das passt ja. Links haben wir die lärmende Westautobahn. Ich weiß ja nicht, wo ich da wieder gehen muss. Wieder nichts angeschrieben. Ich muss da entlang gehen, der lärmenden Westautobahn. Auf einer Landstraße oder Bundesstraße auch noch. Also die Streckenführung. Ja, wer glaubt's denn? Der Wanderweg geht durch die Autobahn unten durch. Wenigstens gibt's da einen Weg. Jetzt muss ich nicht auf der Straße gehen. Gehsteig. Das ist interessant. Schaut aus wie die Landkarte von Österreich, wenn man das umdreht. Ja, ist schlecht. Passt. So, endlich ein Stück Wald. Spitalwald heißt der. Kurz vor Amstetten. Ein kleines Waldstück. Highlight. Blick auf die Kirche. Das ist nicht schlecht. Ja, von der anderen Seite. Und vorne die Kirche. Amstetten. We'll be right back.
Oh, ich bin am Bahnhof, da rechts gibt es gleich ein Gasthaus. Da werde ich mich jetzt stärken. Da ist der Bahnhof von Amstetten. So, liebe Leute, jetzt gibt es ein kleines Experiment. Ich habe nämlich da so ein Tor gekauft. Ja, und da gibt es eine Beschreibung der Strecke Verbale. Die versuche ich jetzt von Amstetten Bahnhof bis zu meinem Gaffring Hotel nachzugehen. Und da sagt er jetzt den Durchgang nehmen. Und ja, weiter geht's halt. Und dann gehofft, das klappt. Kleiner Versuch. So, das dürfte dieser Ips-Steg sein. Neben der Ips, so beschrieben. So wenig Wasser momentan. Ja, versucht ein bisschen näher zu kommen. Bleiben. Ich vermute, dort muss über die Brücke marschieren. Mit der Ips-Steg sein. Da jetzt sicher gibt es eine Insel. Hier haben wir die Elefeskis-Hübel. Ein Bildungshof für die Bauern, damit sie lernen, wie sie ihre Schwendel füttern und streicheln müssen. Riesiges Gebäude. Stein. Ja. Ja. Ein einsamer Wanderer, der viel Schweiß opfern muss. Sancto Pirtus Capelle, 1956. Wahrscheinlich von den hiesigen Jägern errichtet. Ein schöner einer Wert, mit Bild drinnen. Kann man nicht meckern. Ja, laut Wegbeschreibung geht es jetzt zur Edelmühle, darunter. Schön markiert. Ein Stein, eine Brücke. Da geht es gleich wieder links. Das ist zu verstehen. Da drin, sicher Markierung. Okay. Mittlerweile bin ich in der Ortschaft Eurazfeld. Ein Stück gehen zum Quartier. Und dann die Straße. Nach fast 5 Stunden schweißtreibenden Marschierens bin ich bei meinem Hotel angelangt. 24 Kilometer, insgesamt 7 Stunden. Danke fürs Zuschauen. Tschüss!